Stromausfall bedeutet kein Licht, kein Strom für das Handy oder den PC, kein warmes Wasser und kein Herd. Für viele ein absolutes Horrorszenario. Dabei könnte dies schnell Realität werden. So kann es aufgrund von Lieferengpässen in der Stromversorgung zu Stromausfällen kommen, aber auch Naturkatastrophen, die zu beschädigten Stromleitungen führen, sind durchaus vorstellbar. Doch was machen wir, wenn es zu einem Blackout kommt? Die ExpertInnen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe raten dazu, auf einen Blackout vorbereitet zu sein. Es ist sinnvoll, sich einen Notvorrat an haltbaren und kalt verzehrbaren Lebensmitteln für etwa 10 Tage zuzulegen. Dazu gehören zum Beispiel Konserven und Dosen. Auch wird zu einem Vorrat von etwa 20 Litern Wasser geraten. Da bei einem Stromausfall auch das Licht ausfällt, sollte man batteriebetriebene Taschenlampen, Kerzen und Feuerzeuge im Haushalt haben. Ebenfalls sinnvoll ein batteriebetriebenes Radio, um aktuelle Mitteilungen der Behörden nicht zu verpassen.